Hallihallo, mein Name ist Diana Müller, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und heute möchte ich euch eine Serie vorstellen, eine besondere Aktion bei Stampin'Up, die gibt es nur im November. Die steht unter dem Namen Flockengestöber. Ich fange einfach mal an. Und zwar besteht dieses Set, das ist wirklich ein großes Produktpaket. Es gibt dazu zwei Stempelsets. Einmal ein Stempelset, sind beide Klarsichtstempel. Könnt ihr durchschauen sozusagen. Ich mag die ja zum Stempeln sehr gerne. Einmal Glück per Post, das ist allgemein gehalten. Mit zum Beispiel dann auch einfach mal Glückwunsch oder hier Hallo Lieblingsmensch. Hier kommt gute Laune per Post. Heute ist dein Tag. Also das kann man auch gut einfach als Glückwunschkarte nehmen. Und das andere Set, das nennt sich Wintermärchen. Und das ist auch genau das Thema von diesem Stempelset Winter. Ja, man hat hier einmal so einen dreieckigen Stempel, der wie ein Tannenbaum aussieht. Hier hat man noch dann den Baumstamm, den man stempeln kann. Und hat natürlich Schneeflocken, 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 schöne Sprüche, zauberhafte Grüße und eine schöne Weihnachtszeit. Ist hier oben der schmale. Hier unten gibt es noch einen mit jede Schneeflocke, die vom Himmel fällt, soll dir einen Wunsch erfüllen. Es ist schon sehr, ich sag mal, romantisch verspielt. Man hat hier wirklich viele Schneeflocken, Motive, einzelne, die man dann auch aufstempeln und ausstanzen kann. Aber auch welche, die einfach... Oh, Moment. Aber auch die Schriftart hier, die ist eher verschnörkelt. Hier bei dem Glück per Post, das ist eher modern, aber auch sieht teilweise nach Handschrift aus. Aber es ist hier in dem Fall, irgendwie hat es was Festlicheres. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich gerade denke. Also, das sind die zwei Stempelsets. Beide haben 14 Stempel und man kann sie auch unabhängig voneinander nutzen. Man muss nicht das komplette Set bestellen. Manche tendieren eher zu diesem, andere eher zu diesem. Mich persönlich spricht das Modernere hier eher an, auch weil ich hier diesen Zweig schön finde, hier diese Blume vom Motiv und die, die mich kennen. Ich bin ja bei Blumenmotiven echt eigen. Ich weiß das auch, aber ich arbeite an mir. Hier, dieses ist natürlich voll ausgelegt, auch auf Weihnachten. Wobei ich finde hier diesen Hintergrundstempel, ich mache das mal eben auf, diesen Hintergrundstempel mit den einfachen Pünktchen, ja, den kann man auch für alles andere nutzen, definitiv. Das ist nicht nur was für Weihnachten, aber eben hauptsächlich oder ja, doch sehr ausgelegt auf Weihnachten. So, dann gibt es zu diesen beiden Stempelsets auch noch Framelits. Die Framelits heißen, oder Sinlits vielmehr. Die Sinlits heißen auch Schneegestöber. Was heißt auch? Das heißt, die heißen Schneegestöber, Punkt. Und zwar die ganzen, ich habe sie mal hier für euch auf so einer Magnetplatte einfach ausgebreitet, damit man es ein bisschen besser sehen kann. Da tummeln sich ganz viele Schneeflocken. Das ist hier so eine lange Reihe Schneeflocken. Dann Zweige, das finde ich halt total schön diesmal auch, dass es sowohl nach links als auch nach rechts schauende Zweige gibt. Dann hier das muss ich mal so machen, dann sieht man gar nicht. Ist einmal eine sehr filigrane Blume und einmal, um den Stempel auszustanzen. Hier diese vier sind eher Framelits, denn auch die schneiden einfach nur das Äußere ab. Da zeige ich euch gleich, was man damit Schönes machen kann. Das sind echt super viele Sinlits. Insgesamt 20 Stück und das ist der zweite Teil. Also hier diese große Schneeflocke. Jeder, der irgendwie bei Instagram und Facebook unterwegs ist, hat bestimmt schon mindestens ein Projekt damit gesehen. Das ist wirklich groß und schön, dass man das auch mal für Fensterbilder nutzen kann. Und hier diese ganzen anderen Schneeflocken, die sind auch ganz, ganz süß und auch teilweise gut kombinierbar. Das sehen wir später. Und zwar haben wir auch hier noch zwei Schneeflocken, die sind identisch. Also diese kleinen, süßen Dingerchens, die sind identisch. Ich habe jetzt mal alles durchgeleiert für euch. Ich finde, das macht auch Sinn, einfach um mal zu gucken, wie groß ja, das Angebot dann da ist. Ach Mensch, das passt ja fast gar nicht auf die... Ich gehe mal ein bisschen raus.
Sonst passt das gar nicht alles drauf hier, mein Riesenpapier. So, und zwar, ihr seht hier einmal diese Riesenschneeflocke. Hier ist das Blümchen mit den verschiedenen Stempelmotiven. Die Stempelmotive sind beide aus diesem Glück per Post Set. Das ist einmal das und einmal dieses. Ich mag ja hier den total. Kann man dann individuell stempeln. Ich habe mich jetzt einfach mal für Bermuda Blau entschieden, weil ich die Hoffnung habe, das könnt ihr am besten erkennen. Hier gibt es dann nochmal diese Schneeflocken. Ach, hier diese Blume habe ich übersehen. Genau. Also diese Blume ist auch aus diesem Glück per Post Stempelset. Das ist hier oben die. Man könnte sie aber auch alleine nutzen, ohne sie zu bestempeln und einfach einen schönen Klebepunkt in die Mitte hauen. Dieser Zweig ist nicht auszustanzen wie dieser. Er ist halt filigraner, ne? Er hat hier in der Mitte dann noch diese ganzen Ausstanzungen. Hier dieser Zweig hat gar keinen Stempel, aber braucht es auch nicht. Der ist so filigran und so fein. Ja, und dann halt eben Schneeflocken, Schneeflocken, Schneeflocken. Das ist einmal dieses Ornament, was sich wirklich lang zieht. Das sind, wartet mal, ich schnapp mir gerade mal ein Lineal. Das sind 11,5 cm ungefähr in der Breite. Also schon wirklich angenehm groß. Wenn man das jetzt irgendwie für 10,5 Karten nutzen möchte, kann man da auch individuell noch ein bisschen was verkürzen, wenn man möchte. Hier habe ich euch mal die Blume ausgestanzt, das Blumenmotiv und dann mit den einzelnen Sprüchen drauf gestempelt. Also sowohl Hallo Lieblingsmensch, hier kommt gute Laune per Post, tu, was dich glücklich macht, das ist eh ein total schönes Motto. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht so ganz, wofür ich den nutzen soll. Also der ist schon, keine Verwendung gerade dafür, aber er ist schön geschrieben, das kann ich schon mal sagen. Und bei Heute ist dein Tag habe ich die Blume so ein bisschen gedreht, damit der Spruch ganz drauf passt. Und der gefällt mir richtig gut auch. Ja, die ganzen, hier diese Schneeflocken, die kann man natürlich einerseits nur blanko nutzen, dass man das ausstanzt, wie hier diese Blume auch. Oder aber man stempelt und stanzt das aus. Na, das sieht man ja auch ganz gut. Ja, hier oben, das sind einmal die doppelten Schneeflocken. Die eine Schneeflocke hier, die ist ein bisschen größer als diese beiden. Diese, die, ich finde, die könnte man auch gut nutzen, gar nicht unbedingt als Schneeflocke, sondern draufgesetzt auf hier eine dieser Blumen. Kombinierbar sind sie fast alle. Hier, das sind nochmal kleinere Motive. Diese Schneeflocken hier, diese drei, die sind vom Design her ähnlich. Ich habe auch schon tolle Projekte gesehen, da haben andere das dann einfach miteinander kombiniert. Also erst Unterlage des, dann den nächstgrößeren, diesen mittleren Stern und dann den kleinen oben drauf. Und das dann halt eben als Fensterbild oder so. Wirklich schön. Ich habe den kleinen Stern hier mal mit aufgeklebt. Der kommt aus der mittleren Schneeflocke hier, die so filigran ist. Ja, und wie gesagt, also das ist wirklich ein riesiges Set. Ich gucke gerade nochmal, das sind 20 Motive und es kommt in zwei Lagen. Und also wirklich ganz, ganz toll, das Schneegestöber. Und eben halt, ich hatte wirklich ein bisschen Probleme, das alles aufeinander zu bringen. Was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, ist, man kann auch das Stille Nacht, kriegt man auch auf dieses Blümchen hier drauf. Ich habe jetzt einfach für die... Ich mache das mal ein bisschen näher. Ich habe jetzt hier einfach die Stille Nacht aufgestempelt und ringsrum einfach noch so ein paar Schneeflocken drauf gestempelt, damit man das ganz gut auch vielleicht einfach als Anhänger benutzen kann für Geschenke. Oder man lässt es so, Moment, schneller Wechsel, man lässt es so blanko und hat dann halt eben, also für allen... denen das sonst so nicht gefällt. Und was ich noch ganz schön finde, ist auch die Kombination. Ich zoome nochmal raus. So, die Kombination aus diesem Stille Nacht und diese Blume hier, die kann man hier sehr gut draufkleben. Also das passt richtig gut. Da kann man dann auch ein bisschen rumspielen. Ich habe jetzt hier diese Schneeflocke nochmal
aufgestempelt und ausgestanzt und die passt auch ganz toll da drauf. Also da kann man, glaube ich, stehen wahrscheinlich ganz viele Kombinationen möglich. Ihr müsst einfach mal rumprobieren. Wer es schon hat, ist bestimmt schon fleißig am Basteln. Wer es noch haben möchte, das könnt ihr auch gerne über mich bestellen, wenn ihr möchtet. Ich blende die, ich schreibe am besten alle Artikel unten in die Infobox. Das sind dann einmal die ganzen vielen Sinnlets, was man damit machen kann. Das sind nur Ideen auch, ne, die ich euch jetzt hier sage. Dann gibt es dazu noch ein Samtpapier. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, also da müsst ihr mir jetzt einfach mal vertrauen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier einfangen soll. Es ist von der Oberfläche richtig schön samtig. Es hat einen nicht flüsterweißen Charakter, sondern so ein bisschen cremeweiß, ein bisschen gebrochen durch die Oberfläche. Wahrscheinlich wirkt das so. Es fühlt sich ganz toll an. Und ich habe da natürlich vor, dann auch entsprechend die Schneeflocken rauszustanzen. Also gerade die große, das stelle ich mir schon toll vor, wenn man da mit verschiedenen Weißtönen dann arbeitet oder halt mit einem ganz leichten Farbton irgendwie bestempelt. Das ist einmal das. Und ich lasse das einfach mal liegen, weil ich finde das als Unterlage gerade ganz schick. Und dann gibt es hier noch so Streuteile. Ich liebe diese metallischen Streuteile, so als Hingucker noch für, jetzt kriege ich irgendwie nur die eine Sorte, genau. Es sind zwei verschiedene Sorten. Zwei verschiedene, also hier, das ist sehr filigran gearbeitet und hier das hier. Und das hat auch Löcher, kleine Löchelchen, da kann man auch was durchfädeln. Das kann man auch dran fädeln irgendwo. Und hier ginge das natürlich auch durch diese Raute. Aber die sind halt, beide Varianten haben noch so eine, so einen Strasspunkt in der Mitte. Das ist auch, was Feines. Ich zoome mal ran. So. Hätte ich eben schon mal machen können. Wie gesagt, ich übe noch. Ja, also da könnt ihr das dann sehen. Das ist das etwas filigranere. Und hier das hier ist das modern. Ich denke, ihr wisst längst, was ich meine. Auch wenn ich so ein bisschen stammel. Ja, und die in dieser Box hier sind insgesamt 20 Stück. Meine sind nicht mehr vollständig, natürlich. Ich habe schon ein bisschen was mitgebastelt. Und das sind die Schneeflocken. 20 Stück. Wie gesagt, die Produkte blende ich euch unten in die Infobox. Dann möchte ich es nicht versäumen, ich gehe mal ein bisschen raus, euch was zu zeigen, was ich damit gebastelt habe. Und zwar hier diese kleine Box. Die Box, diese Minischachteln könnt ihr so fertig kaufen. Die sind ja im Katalog jetzt auch in Weiß erhältlich, also nicht nur in Silberfarben, weil das ist wirklich schwieriger zu bestempeln und eine Farbe zu bestimmen, weil es eben nicht gut Farbe annimmt. Ich habe dann einfach diese Schneeflocken, wollte ich erst einfach ausstanzen, weil ich dachte, das gibt ein schönes Fenster. Dann war diese Kartonschachtel, die ist allerdings so fest, dass sie erstmal drin liegen geblieben sind, das fand ich auch sehr schön. Also habe ich dann von innen, ich mache euch das mal kurz auf, so, habe ich dann von innen, kann man das erkennen, Transparentpapier reingeklebt, damit es noch so ein bisschen rausschimmert und dass diese Schneeflocken dann halt auch eben entsprechend noch halten, dass sie noch festgeklebt werden können. So. Dann habe ich aus dem Takeout Treats, da gibt es bei den Framelits hier diesen Banner, da passt dieser für dich Stempel super drauf und halt hier noch so eine Schneeflocke habe ich auf die eine Seite geklebt, auf die gleiche wie auch hier dieses für dich und auf der Rückseite seht ihr, habe ich das einfach nochmal wiederholt. Ich finde, dass diese Klebepunkte, diese Strasspunkte halt super dazu passen. Oh, ich sehe nur gerade. Da gehen ein paar auf Reisen. Die sind irgendwie abgefallen. Also ursprünglich waren hier unten, hängt noch eine. Ja, ich hatte die mal mit. Ich habe die jetzt mal einer Kollegin auf Arbeit zeigen wollen. So, da ist er wieder. Alle wieder da. Genau, das kann man damit basteln. Dann habe ich, ich zeige euch mal eine Karte. Da habe ich vor, nachher auch gleich noch ein Video hinterher zu drehen. Und zwar, das ist wirklich auch eine schnelle Geschichte. Das hier ist eine Karte, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Na, da hat man gleich alles drin, zu Neujahrswünsche und auch die Weihnachten.
Die Stempel habt ihr bestimmt schon erkannt. Das ist einmal der unscheinbare Pünktchenstempel aus dem Stempelset Wintermärchen. Dann einmal diese, wie heißt denn? Das ist eine Etikettenstanze. Muss ich gleich nochmal gucken, wie die heißt. Liste ich euch aber in der Infobox auf. Dann hier dieses granitfarbene Band. Das hatte ich eigentlich für den tropischen Workshop gekauft gehabt und finde, das passt halt jetzt super auch in diese kalte Jahreszeit. Mein Garn in Metallic-Optik, in Silber und ein paar Strasspünktchen. Und die ist wirklich auch schnell fertig. Das Einzige, wo man da so ein bisschen zirkelt, sind tatsächlich hier unten diese Stempel, die werden einmal wiederholt. Ja, der Stempel selbst ist ungefähr so lang. Und dann setzt man einen Stempelabdruck nochmal genau daneben. Ja. Die basteln wir nachher. Also wer möchte, kann dann einfach weiter gucken. Und was ich auch gebastelt habe, das ist jetzt mehr so für meine Kunden, das gibt wahrscheinlich auch noch ein Video, also für meine Kunden jetzt ein bisschen Spoiler-Alarm, sorry, aber das ist eine Karte, tu was dich glücklich macht, den Stempel mag ich wirklich sehr. Und ich habe hier unten noch so eine Alibi-Schneeflocke draufgeklebt, aber das, wie ihr seht, das Motiv ist jetzt nicht ganz so weihnachtlich, ist aber auch von mir extra so gehalten, das ist auch wirklich übers Jahr genutzt werden kann. Und innen rein ist es dann mit mir durchgegangen. Da kamen dann hier jetzt noch die Schneeflocken dazu. Ich mag diesen Mini-Stempel total gerne. Der dient super als Auffüller. Ich habe hier noch eine Variante in... Also das hier ist jetzt blütenrosa mit Granit. Ich finde, das ist eine tolle, so eine feine Kombination an Farben. Und dann habe ich hier noch die Kombination aus Meeresgrün und Lindgrün. Das finde ich geht auch gut. Die Machart ist fast gleich, seht ihr ja, ne? Also es ist einmal so und einmal so gestempelt. Und ansonsten ist es halt hier eben innen, habe ich dann dieses lange Ornament genutzt. Diese Schneeflocken, ja, wie will man mal sagen, diese Schneeflocken, die so aneinander hängen, einmal ausgestanzt und dann einfach genau identisch wieder draufgeklebt, aber eben diese ganzen Leerräume rausgepiekst, wenn sie nicht gleich raus wollen, oder man nimmt halt eben die Präzisionsplatte. Und halt ein Strasssteinchen noch. Also das kriegen meine Kunden einfach zusammen mit dem Flyer zum Flockengestöber, damit sie informiert sind und auch gleich mal so eine Idee bekommen, wie das sich so anfühlt und wie das aussieht in live. Ja, und das war's dann soweit. Habe ich alles? Ja, ich denke schon. Also ich zeige es euch nochmal kurz vor der Kamera. Das sind einmal... Ich zoome nochmal raus, sonst kriege ich das doch alles gar nicht hier drauf. Also. Einmal scharf stellen. Das Sandpapier lasse ich mal unten drunter liegen. Dann gibt es diese Framelits, Schneegestöber. Es gibt die schönen Metallelemente in Form von Schneeflocken. Es gibt das Glück per Poststempel-Set und es gibt das Wintermärchen. So, und alles zusammen. Ihr könnt einzelne Sachen, ihr könnt generell immer über mich bestellen. Ich habe geregelte Sammelbestellungstermine. Die sind jetzt zum Beispiel im November, am 14. November und am 30. November immer bis 18 Uhr. Könnt ihr mir gerne per E-Mail eure Bestellung schicken. Und ansonsten, finde ich, kann man die gut einzeln nutzen, die Sachen, oder eben miteinander kombinieren. Wer möchte, kann einfach mal dann lostoben. Ansonsten, wenn euch mein Video gefallen hat, ich freue mich immer über einen Daumen hoch oder ein Abo, je nachdem. Und dann seid ihr auch eigentlich immer informiert, wenn es denn tatsächlich dann ein neues Video von mir gibt. Alles klar, so, dann euch noch einen schönen Tag und tschüssi und danke fürs Zusehen.